Es ist der 28. November 2015. Es ist genau 22.54 Uhr. Es ist Samstagabend. Und vor einem Jahr, am 28. November 2014, am 29. wollte ich ja ursprünglich über Frankfurt nach Oslo fliegen. Und bin dann halt in Helsinki gelandet. Und mittlerweile kann ich wirklich drüber lachen, aber es war so schrecklich damals. Und ich habe tatsächlich geheult auf einer Bushaltestelle. Ah, okay. Naja. Hätte man das abgehackt. Auf einer Bushaltestelle in Finnland heulen. Warte, muss ich so machen. Für euch. Aber ich könnte euch was über Norwegen erzählen letztes Jahr. Ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. Und die sind so verrückt. Was machen die denn da? Man sieht so schlecht. Es ist so schön, ne? Das sind Boote bzw. Schiffe. Es ist zwar schon dunkler, aber das macht es eigentlich umso schöner. Ja, das ist der Hafen. Aber will ich das? Will ich euch etwas über Norwegen erzählen? Ah. Also die eine Nacht auf dem Schiff, auf den Hurtigruten. Wie spricht der Norweger das aus? Hurtigruten. Das war sehr... Auf der einen Seite war es extrem blöd und öd. Und es war nicht blöd. Streicht es wieder. Es war ziemlich öde und langweilig. Einfach weil das normale Publikum am Schiff, die normalen Kunden, Gäste, Bewohner, hauptsächlich so reiche, alte Säcke waren, so Ehepaare mit weißer Tennishose. Keine Ahnung, wie ich es erklären soll.
Ja, es war einfach unmöglich, auf diesem Schiff jemanden kennenzulernen in meinem Alter. Und darum habe ich irgendwie mit niemandem gesprochen, obwohl ich über 24 Stunden auf dem Schiff war. Es waren, glaube ich, 29 oder 30 Stunden. Good morning, ladies and gentlemen. The Southbound Hotel at Amazonia Soul is soon ready for departure. We kindly ask our visitors to please leave the ship. Our next port of call is Kristiansund at about 4:30. On behalf of Captain Eriksson and his crew, we would like to wish you a journey with us on the mainland. Wissen, wenn ihr die Übelkeit kennenlernen wollt, die man auf einem Schiff hat, bei Windstärke 6 bis 7, dann zieht euch einen ganzen Haufen gebrannter Mantel rein. Da spätzt ihr. Okay, es ist soweit. Kommen wir mal auf Deck Nummer 9. Kommen wir erstmal da hoch. Dann schwimmt das Wasser. Habe ich weder heute noch damals gekotzt. Respekt, oder? Ja, und das Gute an diesem Schiff war, es war wirklich schön. Also, ich war alleine auf dem Deck Nummer 9. Das war ja ein gigantisches Schiff. Wie ein Haus, wie ein Wohnhaus hier, irgendwie so eine ganz winzige Innenkabine, wo das ist mein jetziges Bad größer als die Kabine. Also man ist reingegangen und es war so irgendwie so ein schmaler Gang. Also wenn man da besonders fett ist, kommt man da überhaupt nicht rein. Und dann auf der linken Seite war ein Bad. Aber das Bad ist ja eigentlich auch ein Witz, weil es war ja eigentlich nur eine Klo und eine Dusche, die irgendwie so ineinander verkeilt waren. Sozusagen. Okay. Also ich bin jetzt im Schiff. Und es ist ein ziemlich argen Wellengang. Das macht mir gerade wegen Angst. Obwohl es wahrscheinlich für den Kapitän Pipifax ist. Immer auf und ab. Und auf und ab und auf und ab. Ja. Naja. Hier ist meine Kabine. Schaut ein bisschen aus da. Macht nichts. Da war ein Pinguin. Mit meinem eigenen Geld. Sogar ein Mini-Bad. Das schauen wir uns jetzt an. Da ist eine Dusche, da ist ein Häusl und da ist ein Waschbecken. Ich glaube, ich gehe mal raus und schau. Und sage, Captain, was ist los? Es ist wirklich wie wenn. Wow! Das sieht man also schlecht auf der Kamera. Ganz dunkel.
Der Wellengang ist so, wupp. Und da hinten ist eine Stadt. Könnte sein, dass wir dort anlegen, aber eigentlich fahren wir dort vorbei. Also, wir haben es geschafft, mal nach Kristiansund mit einer Stunde Verspätung. Das ist ziemlich cool, oder? Wuhu! Weil die Durchsage, die macht immer so, gibt die Informationen bekannt und die haben gesagt, dass diese Stadt auf 4 Inseln liegt. Auf die andere Seite schaut, da zwischen den Inseln. Auf jeden Fall, es war so schön, es war eisig kalt und das Schiff fährt so vor sich hin mit ich weiß nicht wie vielen km/h und der Wind zischt um die Ohren und es geht auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und obwohl, ich habe irgendwie die ganze Zeit auf der linken Seite, weil wir sind Richtung Süden gefahren, das heißt das Festland von Norwegen war auf der linken Seite, habe die ganze Zeit das Festland sehen können, also die Lichter und wenn gerade keine Städte waren, dann einfach Bäume, man konnte es so ein bisschen sehen, weil das Schiff hat natürlich ja Lichter gehabt, mit der es die Umgebung beleuchtet hat. Und ja, ich habe mich in dem Sinne nicht unsicher gefühlt. Also ich hatte keine tatsächliche Angst. Aber es ist einfach so, wenn der Körper das nicht gewöhnt ist, dann schlägt er mal Alarm. Das ist einfach ganz normal, glaube ich. Na, jetzt geht's eigentlich. Oh! Das ist lustig. Und ja, deswegen ist man ziemlich schnell ziemlich übel geworden. Und ich habe wirklich die ganze Zeit mit meinem Gehirn gesprochen. So, okay, Gehirn. Weißt du, wir sind jetzt auf dem Schiff. Und ich weiß, wir sind das nicht gewöhnt, okay? Aber, wir müssen jetzt durchhalten, erstens, weil wir können nicht runter. Wir haben weder Schwimmweste noch sind wir besonders gute Schwimmer. Also die einzige Option war durchhalten. Good morning, ladies and gentlemen. MS Middlesloan is now calling at Flora. There will only be a short stay. Thank you. Deck 5, das war so das Erdgeschossdeck und auf Deck 9 konnte ich dann wirklich irgendwann nicht mehr rausgehen und auf Deck 7 haben wir so ein Riesenfenster gehabt, wo wir rausschauen können. Da habe ich die Wellen gesehen, die beleuchtet werden von dem Licht, das war eine gute Beruhigung für mich. Da habe ich es wesentlich leichter ertragen als in der Kabine, weil in der Kabine ist man so übel geworden, das war nicht auszuhalten. Aber dann, als ich mal von der Bank da aufgestanden bin, auf Deck 6 und bin am Deck 7, während ich rausgeholt habe, da hat es mich ordentlich hertragen. Da wäre ich fast umgekippt. Und in dem Moment, das war ein ziemlich lustiger Moment, in dem Moment ist der Kapitän oder irgendwer aus der Crew ist gerade um die Ecke spaziert
Und ich bin irgendwie fackeligen Beinen gestanden und es war so kurz vor dem Umkippen. Und dann hat mir der direkt in die Augen geschaut und ich war so, oh, und er war so, oh, yeah. Und es war lustig. Naja. Mitten in die Lacke gestinkt. Again. Bergen. Okay. Das da. Das erste ist, da ist die Touristeninformation und so. Der richtige Hafen ist der da hinten, wo auch das Schiff ankommt. Bergen, ja, es war von 3. auf 4. Ja, so war das damals. Auf jeden Fall, Norwegen war wirklich schön.